Als nächstes würde ich Ria von LaborNet nach vorne bitten. Genau. LaborNet ist eine Seite, die Arbeitskämpfe von unten dokumentiert, unterstützt in Deutschland und weltweit. Sie richtet sich kritisch auch gegen die Gewerkschaftsbürokratie, hat schon viel über Zanon berichtet. Ja, lasst am besten ein Like auf der Facebook-Seite da. Ich bin im Vorstand von LaborNet, nicht direkt in der Redaktion, und deswegen möchte ich euch ein kleines Grußwort von der Redaktion vorlesen. Entschuldigung, nochmal der Hinweis, nach dem Mikro zu sein. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung zu Zanon in Berlin. Für LaborNet Germany ist es sowohl eine Freude als auch eine Ehre, zum Kreis der Mitveranstalter dieses Treffens zu gehören. Denn im Laufe der Jahre ist mit allen Bindungen, Wendungen, mit allen Schwierigkeiten der Politik und des Alltags Zanon zu einem Begriff geworden, was die Bewegung Selbstverwalterbetriebe betrifft. Zu einem Begriff, es geht trotz alledem. Und das ist keineswegs nur in Argentinien, sondern weit über die Grenzen des Landes hinaus. Nicht zufällig waren bei einem großen Treffen selbstverwalter europäischer Betriebe in Griechenland im Ende Oktober 2016 die Erfahrungen bei und von Zanon Gegenstand von großen Debatten. Und wenn wir nun nur auf unsere eigene Berichterstattung zu Zanon Selbstverwaltung zurückschauen, so haben wir erstmals am 9. April 2003 darüber berichtet und seitdem kontinuierlich über alle Etappen des Kampfes um Legalisierung und Entwicklung hinweg. Und wir waren ja beileibe nicht die Einzigen, die dies getan haben. Viele von euch kennen diverse Zeitschriften, Webseiten, ebenso wie das massive Engagement vieler Einzelpersonen, Gruppierungen, die sich solidarisch zur Unterstützung von Zanon eingesetzt haben. Denn es ist immer auch mehr als Solidarität. Immer schwingt dabei mit die Vorstellung, der Traum von einem anderen Leben, von einer anderen Gesellschaft als jener, in der wir heute leben müssen. Haben wir ja gerade eben gehört. Einer Gesellschaft, in der Solidarität statt Konkurrenz das leitende Prinzip ist. Und dafür steht jeder Betrieb in Selbstverwaltung. Auch wenn er im kapitalistischen Ozean überleben muss. Haben wir ja auch gerade eben gehört. Und dafür steht auf der Grundlage des langen Kampfes vor allem die Zanon-Belegschaft, die wir hiermit grüßen und der wir weiterhin unsere Solidarität versichern. Möge die Veranstaltung zur Verbreitung dieser Idee über den kapitalistischen Tellerrand hinweg beitragen.